Ich bin Günther. Ich komme zu deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir stehen hier kurz vor dem Ende des Pinwheel Forest. Und nachdem wir in der letzten Folge Slime PvP ins Team bekommen haben, wollen wir diesen Ort heute abschließen. Mit diesem letzten Plasma-Reaper. Ich glaube, der hat sogar drei Pokémon. Der ist ein bisschen krasser. Ja. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Der Typ... Okay, nur 14. Ich dachte, der wäre höher. Aber der Typ könnte auf jeden Fall was ausrichten. Und das ist schon mal so unnötig. Ich werde nie hinter Attacken wie Schutzschild kommen. Höchstens, wenn der Gegner Mogelhieb hat. Und das Ding lebt es auch sehr lustig. Der einzige Grund, wenn ich Schutzschild verstehe, ist, wenn der Gegner Mogelhieb hat. Kacke, was ist das auf Deutsch? Scheiße. Ich überlege gerade, ob es Psycho oder Normal ist irgendwie. Pflanze. Unnötig, dass es lebt. Mann, mir ist der Name von dem Viech einfach nicht eingefallen. Das war belastend. Ja, ich habe sowieso nicht geplant, mit John Cena fürs nächste Pokémon drin zu bleiben. Wäre natürlich mies, wenn es jetzt irgendein Relaxe oder so wäre. Wobei ich gegen Relaxe auch drin bleiben könnte. Behalten wir die Älteren. Das ist Kampf-Only oder Kampf-Psycho? So oder so. Ich gehe auf Günther. Ach so, das ist noch die erste Entwicklung, die ist sehr sicher nur Kampf. Aber auch nicht mehr lange. Denn Günther macht ja. Junge, was hilft mir das weiter? Okay, und während der Gegner verwirrt oder vergiftet, das ergibt Schutzschild auch noch Sinn. Aber sonst wirklich die Nutzung, die hier die meisten NPCs nutzen, ist wirklich nur zum Nerven, so ein Priester. Wir kommen jetzt wieder alle rüber. Das Problem ist, die Challenge, bevor wir dazu kommen, uns zu heilen. Andererseits, warte. Wo genau landen wir? Ich Horst. Ich weiß aber gerade nicht, ob der Typ da oben überhaupt ein Trainer ist. Und wenn ja, ist dahinter direkt die nächste Stadt, während wenn ich unten lang laufen würde, ich auf einige Trainer stoßen würde. Und der Typ ist nicht mal einer. Und letztes Mal hatte ich mich noch aufgeregt beim Privatspielen, dass man hier so komplett überfordert wird gefühlt. Aber man kann hier ja einfach durchrennen. So, diese Brücke
ist sehr lang. Hier hilft auf jeden Fall auch die Verschnellerung. Ihr seht, und wir sind gerade schon bestimmt 5-mal schneller als im Original-Game. Und sind jetzt endlich da, in der größten Stadt dieses Spiels. Wie meistens die Stadt mit der dritten Arena. So. Und wir gehen. Ja. Das ist irgendwie Online-Funktionsgedöns. Heil mein Team, Digi. Warte, ich bin gerade lost. Genau. Ich habe das noch nicht umgestellt. So. Ich habe ein bisschen Kohle. Von denen wären sicher ein paar eine gute Sache. Ich habe hier relativ wenige Items. Das ist, denke ich, noch am wichtigsten. So. Also, hier in der Stadt könnte man jetzt verschiedenes Zeug tun. Ich weiß, ich muss kurz gucken. Es gab eine Gasse, in der einem Typ ein random Item oder eine random TM oder sowas gibt. Die hier normalerweise. Genau. Da hockt nämlich ein Typ und gibt mir Säure. Eigentlich gibt er einen Blitz, aber Säure ist wirklich keine Option. Das ist so eine schwache Attacke. Okay, ich hatte sogar 20 Stärke im Kopf, ist also zumindest besser als ich dachte, aber definitiv nichts für mich. Hier könnte man jetzt natürlich ewig mit Erkunden verbringen, aber ihr wisst alle, dass ich das in der Regel nicht mache. Stattdessen ist hier die Arena mit dem Keck da. Und dem Keck da. Ja, Plasma macht Stress, deswegen darf ich nicht in die Arena. Die Käferarena, um genau zu sein. Nee, nicht hier, soweit ich weiß. Ich glaube, hier waren die. Genau. Die haben Pokémon von der Olden da gestohlen, also nicht von der rechts, sondern von der hässlichen da unten. Ja, genau die Kerle. Ich soll ihm jetzt helfen, den zu verfolgen. Auch wenn ich das nicht ganz verstehe. Ich meine, ich will jetzt mal testen, wie es ist. Eigentlich sollte ich da hinten jetzt gerade auslaufen, hinten auf den Hauptplatz und dann würde er mir... Oder so. Okay, ich dachte, man muss das. Letztes Mal wusste ich nämlich nicht, wo ich hin muss, bin da in der Mitte gerade ausgelaufen, war auf dem Hauptplatz und da hat er mir dann da hinten gesagt, ich muss hier rein. Aber das geht anscheinend auch so. Oh, scheiße, ich hätte vielleicht nochmal kurz nach der Aufstellung gucken sollen. Egal. Ab geht's, nächste Runde gegen Plasma. Könnt ihr mal aufhören, bitte bei jedem Kampf beginnt zu dabben. Das verwirrt mich. Ich mag das nicht. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Das klingt
für mich nach einem Fall für John Cena! Stimmt, was ich auch vergessen habe, ich wollte eigentlich noch gucken, wann sich Schneckma entwickelt. Was? Wie wenig Damage macht das? Ich glaube, Wasser war sehr effektiv gewesen und damit besser, aber John Cena schafft das trotzdem. War zwar nicht die beste aller Leistungen, aber gegen Kampf habe ich halt nicht wirklich was in diesem Team. Was hilft da? Queendra hatte schon eine Weile keinen Auftritt mehr, Lorbeere aber auch nicht. Hier die älteren Pokémon bekommen hier weniger Auftritte. Ist natürlich kein unbedingt einfacher Gegner, deswegen auf jeden Fall aufpassen. Aber jetzt immer mehr ins Desperate für Machomai ist ja komplett kacke hier. Sag ich, wie es ist. Das ist richtig ranzig. Ich meine, ich mag das Pokémon so oder so nicht, aber... Okay, Lorbeere, geh da raus! Das ist nicht angenehm! Wieder Silberblick, der Eklige. Aber das Gift macht ihm zu schaffen. Bubble Beam. Reicht das vielleicht sogar? Ja! So, Level für Queendra. Ich hab grad keine Ahnung mehr, wie hoch gelevelt der Arena-Leiter ist. Ich glaube, 24 geht der hoch oder so. So, da drin ist zum Glück relativ chillig. Ich meine, da macht zwar Plasma wieder high, wir sind's Kirche. Ich meine, wir haben hier gleich Jesus und zwei Priester, die sich dann einen tollen Austausch liefern. Bisschen labern. Und dann kriegt die Pokémon zurück. Warum sollte man so ein Ding überhaupt haben wollen? Und schon sind sie weg. Yay. Willst du mich flachsen so? Und jetzt lässt der Typ mich in seine Arena. Womit wir auch gleich, nachdem ich nochmal geheilt habe, beginnen. Ich sag's wie es ist, ich bin eigentlich sicher, dass wir die Arena nicht ohne Verluste schaffen werden. Mich wundert's genug, dass wir tatsächlich die ersten beiden ohne schaffen konnten, aber... Ich meine, zum Beispiel in meinem anderen Run, wie gesagt, da habe ich 5 Pokémon in der zweiten Arena verloren. 5. Also, das Problem ist auch, danach wird es auch erstmal nicht angenehm. Danach müssen wir nämlich innerhalb kürzester Zeit gegen beide Rivalen kämpfen, auch wenn wir die nach dem ersten die Gelegenheit haben, Pokémon zu fangen. So, Moinsmeister. Und auf geht's. Die Arena ist komplett seltsam, eigentlich Käfer. Und hier gibt's dann solche Schalter, die bringen die Dinger zum Leuchten und öffnen damit Tore. Und jede Trainer hier sind... Clouds.
Jeder einzelne Trainer ist wortwörtlich ein Clown. Mann, das Viech ist auch ein Clown. Was willst du von mir? Moment, der ist schon auf... Wir werden so auf die Fresse fliegen. Der ist schon auf 20? Wir werden komplett auf die Schnauze fliegen. Ich sag's, wie es ist. Ich will das jetzt mit Luigi machen. Vielleicht kriege ich einen Crit, vielleicht schreckt der Gegner zurück. Vielleicht boostet er auch einfach für 2,5 Stunden weiter seine Defense. Du! Kleiner! Digga, jetzt erhöht er noch Fluchtwert raus, ganz schnell. Was? Das ist doch, Pflanze Gestein. Wo dann John Cena die beste Wahl wäre. Der wird uns in der Arena ziemlich carryen müssen. Selbst der ist ja gerade hier anscheinend mit den Trainern auf ähnlichem Level. Der nutzt genau das, was wir gerade bekommen. Ist das nicht die einzige Gift-Typen-Attacke, die nicht die Möglichkeit hat zu vergiften? So, schöne Erfahrung. John Cena wird uns carryen müssen. Die Level hier, die Sache sind die. Das ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen, weil ich war hier nur mit 3 Pokémon, die dafür dann halt auch alle hohe Level hatten. Kann man sich, denke ich, auch vorstellen. Dass die Level höher sind, wenn man nur 3 Pokémon hat, anstatt 6. Ja, ich muss definitiv nicht heilen. Man muss auch immer in der Mitte laufen, sonst klappt's nicht. Hier ist jetzt die Sache, die Trainer können auch auftauchen, wenn man auf Schalter drückt. Ich glaube, 5 Trainer und den Leiter gibt's hier. Oh, er hat einen Günther. Aber ich habe Weedy vorne. Der dürfte ja noch keine Eisattacken raus haben. Biss macht aber auch schon mehr Schaden als Swine Whip. Diese Arena wird uns echt zerpflücken. Flinch! Vor allem bringt Scary Face nicht, dass ich mich zurückziehen kann. Nee. Mean Look war das, durch das man nicht zurückziehen kann. Digga, das ist so stark, der Angriff. Komm, mach gut Damage. Oh nein. Aber Water Gun, okay, das ist komplett bad von... Was? Und warum habe ich angegriffen? Ich bin so dumm, warum greife ich an? Ich hätte heilen müssen. Fuck. Nein. Nein. Lorbeere. Raus. Verpiss dich ganz, ganz, ganz schnell. Na. Okay, Günther auf 20 inzwischen. Nidorino, das kriegen wir ja wohl hin. Ich hätte aber vielleicht rausgehen sollen, weil Wasser ist halt nicht das Starke an Günther. Ah. Es ist unschön.
und raus. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. In der nächsten Folge sehen wir uns hier wieder mit Lorbeere aus dem Team und wieder geheilt. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich nicht vergessen, Abo dazulassen. Ciao.